Liebe Community, herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung mit Publikum aus Düsseldorf. Herzlich willkommen zu Auf Augenhöhe. Beziehungsweise beweis mal überhaupt die Liebe, das Gefühl. Allein da fängt es ja schon an, schwierig zu sein. Jeder Mensch glaubt an die Liebe, aber keiner hat sie jemals gesehen oder bewiesen. Und so ist es, finde ich, auch ein bisschen mit den Seelen halt. Also da gibt es keinen in dem Sinne wirklichen Beweis. Du kannst 1000 Studien machen und dem nahe kommen und 1000 wissenschaftliche Experimente. Aber ich glaube, diesen 100%igen Beweis werden wir erst bekommen, wenn wir dann alle auch zurück dürfen. Also wir werden ja alle sterben. Das ist ja das Einzige, was wirklich gewiss ist. Und dann haben wir ja unseren Beweis. Also ich habe diesen Prozess erlebt, was passiert oder wie wir uns fühlen, wenn wir sterben. Wenn wir plötzlich nicht mehr atmen können, wenn wir plötzlich Flammen einatmen. Und in dem Moment katapultierte es mich aber aus diesem Körper raus und ich, das ist das Geniale, dass ich das halt erfahren habe. Und ich stand plötzlich 2 Meter von diesem brennenden Körper entfernt und sah da drauf. Man guckt ja immer nach oben und sagt, die Toten sind im Himmel, die sind irgendwo oben. Und ich glaube, es ist einfach nur, die sind mit uns hier. Unsere Toten. Sie sind nur auf einer anderen Frequenz, sie sind auf einer anderen Ebene. Und dadurch können nicht alle sie immer wahrnehmen, weil man sich da auf diese Ebene einschwingen muss. Aber sie sind hier mit uns und sie sind eben in gewisser Weise auf der anderen Seite, weil sie in einem anderen Zustand sind als wir jetzt hier in unserem dichten Körper. Aber es ist eigentlich kein Unterschied. Also ich habe früher immer geglaubt, nach dem Leben Klappe zu, Affe tot, ist vorbei. Und mein Vater ist gestorben, da war ich 25 Jahre alt. Und danach war mir vollkommen klar, nee, das ist nicht so. Kurz vor ihrem Unfall hat sie 2-mal den ersten Platz bei einem Reitturnier belegt. Und das war für mich so ein absoluter Hammermoment, weil woher soll diese Information gekommen sein? Weder Nina konnte das wissen, ich konnte es auch nicht wissen. Aber im Nachgang konnten wir es positiv verifizieren. Das ist eine hochspezifische Information, also das Reiten und die 2 gewonnenen Reitturniere. Es ist naheliegend, dass diese Information von dem Mädchen kommen muss. Weil wer kann es sonst wissen? Und wer kann ein so großes Interesse daran haben, dass diese Information durchkommt? Weil das Mädchen wusste ganz genau, ich gehe zu ihrer Mama und erzähle das. Und das ist eigentlich eine Botschaft für ihre Mama gewesen, die dann durch mich gewirkt hat, im Endeffekt natürlich auch für mich gewirkt hat. Und das war dann der Startschuss für mich zu sagen, okay, da ist jetzt mehr dran. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr beiseite wischen.